Ja, das sind wir wieder. Jetzt habe ich doch vorhin Stunden probiert. Ich habe die Sensoren abgemacht, angemacht, abgemacht, angemacht. Die Sensoren sind alle gut. Jetzt habe ich vorhin probiert und probiert. Ich muss da nochmal rausschauen. Das muss bis morgen warten. Jetzt sollte ich erstmal Vorbereitungen für die Nacht treffen. Ein ordentliches Lagerfeuer und funktionierende Bewegungssensoren werden mich hoffentlich ruhig schlafen lassen. Dann habe ich den abgemacht. Dieser Sensor erfasst einen Bereich von 75 Grad. Den Sensor an mich genommen. Nochmal schauen. Das muss bis morgen warten. Jetzt sollte ich erstmal Vorbereitungen für die Nacht treffen. Ein ordentliches Lagerfeuer und funktionierende Bewegungssensoren werden mich hoffentlich ruhig schlafen lassen. Und gleich daraufhin wieder den Sensor montieren. Ich nehme an, der Sensor gehört auf das Stativ. Die Sensoren sind nun alle genau nach Plan platziert. Und jetzt geht's. So, fertig. Jetzt haue ich mich aufs Ohr und morgen früh folge ich der Gruppe dann zur Mission. Was ist das? Tiere? Gruselig. Ich muss sie irgendwie vertreiben. Haben wir den Mikrofon noch? Ein Teufel werde ich tun. Ich bleibe auf jeden Fall in der Nähe des Feuers. Da vertreibt ihn anders. Die einen raus, die anderen rein. Also das ist jetzt echt unheimlich, diese roten Augen. Das müssen Dutzende von den Dingern sein. Vielleicht finde ich irgendetwas, womit ich sie verscheuchen kann, bevor sie merken, dass mein kleines Feuerchen gar nicht so schlimm ist. Das Feuer scheint die Biester auf Abstand zu halten. Noch. Vertreiben lassen sie sich davon aber offensichtlich nicht. Ein Teufel werde ich tun. Also das ist jetzt echt unheimlich, diese roten... Batterien, alte Batterien ins Feuer. Auch nicht, sollten wir ja eh nicht machen. Müllbinden rein. Auch nicht. Alkohol ins Feuer. Das brennt immer. Auch nicht. Schmerztabletten. Auch nicht. Brief angezündet. Auch nicht. Schlafsack anzünden. Auch nicht. Mann. Bleistift. Auch nicht. Maßband. Auch nicht. Limonade auch nicht. Fax auch nicht. Handy auch nicht. Kann ich wohin? Feuer, Bäume, Bäume. Die unheimlichen Wesen in den Bäumen wirken überaus bedrohlich. Sam sollte sie schleunigst irgendwie vertreiben. Du, das habe ich auch schon gedacht. Muss doch mit dem zu tun haben. Bäume, Feuer. Nee. Ich pack mal die gebrauchten Batterien ins Diktiergerät. Baum? Nee. Ach Gott. Das wird ihn einen gehörigen Schrecken einjagen. Im Idealfall. Sie sind weg. Hoffentlich bleiben sie das auch. Zum Glück dauert es nicht mehr lang, bis die Sonne aufgeht. Na, auf das Foto bin ich mal gespannt. Alter Falter, was für eine Nacht. Ich habe kein Auge mehr zugemacht. Was waren das nur für merkwürdige Viecher? Da fällt mir ein... Mal schauen, ob sie mir beim Blitzen vor die Linse gekommen sind. Och, das sind bestimmt süße Äffchen.
zum Geier? So ein Vieh habe ich ja noch nie gesehen. Und ich kenne eine ganze Menge Horrorfilme. Schaut hier nicht sehr, sehr freundlich aus. Buh. Gehen wir mal in den Dschungel. Zur Mission geht's Richtung Westen. Professor, ich komme. Na, auf geht's. Die Mission, endlich. Tja, wie überall. Überall auf der Welt steht irgendeine Kirche. Hallo? Jemand zu Hause? Gott zum Gruße, mein Kind. Was kann Schwester Maria für dich tun? Mein Name ist Samantha Peters. Ich suche eine Gruppe von Wissenschaftlern. Ihr Leiter ist ein gewisser Professor Hartmann. Laut den Aufzeichnungen, die ich in ihrem Lager gefunden habe, wollten sie zu dieser Mission. Ja, diese Männer sind gestern Nacht hier eingetroffen. Prima, endlich habe ich sie gefunden. Können Sie mich zu ihnen bringen? Oh, das ist leider nicht möglich. Sie befinden sich in Quarantäne. Quarantäne? Es geht ihnen sehr, sehr schlecht. Sie haben hohes Fieber und sind nicht ansprechbar. Bis der Arzt eintrifft, darf niemand zu ihnen, um eine Ausbreitung der Krankheit zu vermeiden. Kann ich nicht wenigstens kurz mit Professor Hartmann sprechen? Es ist wirklich sehr wichtig. Der Professor ist nicht hier. Nicht hier? Wie meinen Sie das? Nun, wenn ich die Männer richtig verstanden habe, hat man sie nachts überfallen und den Professor verschleppt. Oh nein, wie furchtbar! Wissen Sie, wer das getan haben könnte? Du musst jetzt gehen, mein Kind. Nach Einbruch der Dunkelheit ist es hier nicht mehr sicher. Geh und verlasse diesen Ort, bevor die Nacht hereinbricht. Was reden Sie da? Sie verschweigen mir doch was. Wovor haben Sie solche Angst? Ich rühre mich nicht von der Stelle, bis Sie mir verraten, was hier vor sich geht. Kind, ich will dich doch nur schützen. Lass ich dich eintreten, könntest du dich anstecken. Und draußen bist du nicht sicher vor... Ja, wovor denn eigentlich? In den Aufzeichnungen der Wissenschaftler stand, dass einer von ihnen von einem Tier angegriffen wurde, bevor er krank wurde. Das war kein Tier. Aber was war's dann, verdammt nochmal? Vater unser, der du bist im Himmel. Ohren auf, Schwester! Sie werden jetzt reden, sonst verstoß ich gegen das fünfte Gebot! Wer hat die Wissenschaftler überfallen und den Professor verschleppt? Sie kommen von... oben. Die Bäume. Eingeborene? Rebellen? Wilderer? Keine... Menschen. Ja, was nun? Keine Tiere, keine Menschen, vielleicht Aliens? Die Asanbosam. Asanbosam? Nie gehört. Alte Legenden der Ashanti erzählen von unheimlichen Wesen, die nachts in den Wipfeln der Bäume auf Opfer lauern. Sie ziehen die unglücklichen Seelen mit ihren langen, scharfen Klauen nach oben und verschleppen sie anschließend in ihre Höhlen, wo sie ihnen das Blut aussaugen. Was sagt eigentlich Ihr Chef dazu, dass Sie an solche gotteslästerlichen Spukgeschichten glauben? Spukgeschichten? Wenn man so lange unter den Ashanti gelebt hat wie ich, bleibt wenig, was unglaublich erscheint. Ich bin eine seriöse Journalistin und halte mich ausschließlich an Fakten, wie zum Beispiel dieses Foto hier. Habe ich letzte Nacht geschossen. Der kleine Freak saß zusammen mit einer ganzen Bande davon in den Bäumen über mir. Könnte das einer ihrer Asanbosam sein? Heilige Maria, Mutter Gottes, du kannst von Glück sagen, dass du noch am Leben bist, mein Kind. Dann haben also tatsächlich diese Freaks den Professor verschleppt, ja? Angenommen, diese Legenden der Ashanti stimmen, wohin bringen die Asanbosam dann ihre Beute? In ihre Höhlen. Das ist mir klar. Und die wären wo genau? Mein Kind, du willst doch nicht etwa dorthin? Aber selbstverständlich. Gibt sicher eine lukrative Story. Und vielleicht kann ich ja so nebenbei noch den Professor retten, falls ihn die Freaks nicht schon ausgesaugt haben. Ich werde dich ja doch nicht aufhalten können, mein Kind. Warte hier einen Augenblick. Das wird dir bei deinem waghalsigen Unterfangen von großem Nutzen sein. Nimm es an dich. Ein Gewehr? Was ist das? Das sind die Aufzeichnungen von Pater Samuel, der sich sehr intensiv mit den Legenden um die Asanbosam beschäftigt hat.
Gott hab ihn selig. Danke. Der Herr beschütze dich. Na, das war ja ein ganzer Rutsch. Betrachte gerade mal das Bild. Das ist schön gemacht, ne? Und nicht so brillant, wie es sein könnte, aber es langt schön 2D-mäßig und ja, mir gefällt es einfach. Muss ja auch nicht so super HD-mäßig sein. Schauen wir mal ins Buch. Hier beginnen die Aufzeichnungen. Es gab also in der Mission schon mal Patienten mit dem gleichen Krankheitsbild wie bei den Wissenschaftlern. Ja, ich werde es jetzt nicht ganz alles vorlesen. Und wer das mag, drückt mal auf Pause und dann kann es durchlesen. Ob die Männer damals auch angegriffen wurden? Ja, das kann ich nochmal vorlesen. Eine der Patienten war heute für einen kurzen Moment ansprechbar. Ich erwartete Antworten auf meine Fragen, ob er vielleicht unbekannte Pflanzen gegessen oder Kontakt mit einem Tier gehabt habe. Aber was ich bekam, war zusammenhanglos Stammeln, was für mich so klang, als ob uns verzweifelt vor irgendwas warnen wollte. Mal sehen. Tatsächlich, die Angreifer kamen aus den Bäumen, wie bei den Wissenschaftlern. Ja, jetzt bleibe ich weiter. Man fand keine Würgemale noch Bissspuren. Furchtbares Wunder. Ich bin ratlos. Interessant. Vergleichbare Vorfälle gab es wohl auch schon in der Vergangenheit. Laut Chroniken berichten die Opfer im Fieberwahn von Dämonen mit langen Klauen und scharfen Fangzähnen, die ihn nachts in den Bäumen aufgelauert hatten. Ich muss unbedingt mehr... Die Eingeborenen nennen die Angreifer Asan Bosam. Sie sollen auch für die Übertragung der Krankheit verantwortlich sein. Die alten Schamanen der Ashanti konnten diese mysteriösen Wesen kontrollieren und sich vor der Krankheit schützen. Laut Kanaba sei dieses Wissen im Laufe der Zeit verloren gegangen. Er versichert mir, dass die Legende wahr ist und also auch noch heute im Dschungel leben und ihn beschützen. Falls das stimmt, muss sie Geheimnisse um jeden Preis ergründen. Auf der Suche nach dem Gegenmittel begab sich der Pater in große Gefahr. Auch wenn ich mir der großen Frage bewusst bin, habe ich in den vergangenen Nacht Streifzüge durch den Dschungel unternommen. Sollte nur ein Fünkchen Wahrheit in die Geschichte des alten Schamans stecken, werde ich das verloren gegangene Gesetz wieder entdecken. Nicht zuletzt, um den kranken Arbeiter hier in unsere Mission zu helfen. Die Asan Bosam existieren. Jetzt wird's interessant. Ich bin noch ganz durcheinander, er hat die Wahrheit gesagt. Jedes Wort von Kunabe ist wahr. Die Asan Bosam existieren. Ich sollte jetzt ein wenig Ruhe gönnen. Die Anstrengungen fordern ihren Tribut. Erschöpfung und Müdigkeiten werden von ein paar Stunden Schlaf sich besiegt werden. Mein Tagebuch fliegt morgen aus dem Mond weiter. Die Musik im Hintergrund, das ist die Endmusik von Geheimakt 1 zu Guska, wie in der Forschungsstation da alles ein Ende nimmt. Cool. Puh, so viel Text. Pater ist auf einen dieser Asan Bosam gestoßen und ihm zu einer Höhle gefolgt. Ja, ich mach mal... ihr könnt mal Pause machen, wenn ihr es lesen wollt. Ich mach jetzt weiter. Die Übersetzung der Inschriften am Höhleneingang brachte Erstaunliches zutage. Es handelte sich um die Beschreibung eines Rituals, das vor der Krankheit der Asan Bosam schützen und sie auch heilen kann. Also... Es geht darum, dazu verbrannten die Schamanen vor dem Betreten der Höhle bestimmte Ingredienzien in einen Tiegel neben den Eingang und reinigten sich im dabei entstehenden Rauch. Dieses Ritual werde ich auch auf unsere Patienten anwenden. Hoffentlich zeigt das Heilmittel eine positive Wirkung. Also wir brauchen die Durchführung des Rituals war ein voller Erfolg, auch wenn es sich nicht vernünftig erklären lässt. Alle Patienten sind wohlauf. Diese Erlebnisse haben das Weltbild von Pater Samuel wohl ganz schön ins Wanken gebracht. Obwohl mir die Wirkungsweise dieser Medizin ein Rätsel ist, bleibt der Erfolg offensichtlich und hat sicher nichts mit einem Wunder zu tun. Hier steht, was man für das Ritual benötigt und wie man es durchführt.
Ja, Blüte des Brutblatts, Blüte Hyanze, Stängel des Rosenkrauts, Blüte der Sternlilie und ein paar Stängel des Steinkrauts. Ist ja nicht so viel. Reiner Alkohol, Zucker, Ameissekret. Benötigt mindestens 5 Exemplare. No. Das werden wir doch finden. Alkohol haben wir ja schon. Und dann machen wir uns mal auf die Suche. Unglaublich, aber ich muss mich wohl mit dem Gedanken anfreunden, dass die Asanbosam keine Fiktion sind. Zu überzeugend klingen die Schilderungen des Paters. Leider hat er das Wissen um den Weg zu ihren Höhlen mit in sein Grab genommen. Wenigstens weiß ich jetzt, wie ich mich vor der Krankheit der Asanbosam schützen kann. Wenn ich herausfinde, wo sie sich verstecken, kann ich den Professor vielleicht noch retten. Huch, da ist eine lose Seite rausgefallen. Sie ist leer. Das erinnert mich an den letzten Witz meines Ex. Was macht eine Blondine, die auf ein leeres Blatt Papier starrt? Sie liest ihre Rechte. Hoho, ich hasse Blondinenwitze. Ich liebe Blondinen. Ja, das war wieder ein ganzer Rutsch. Ich denke, wir müssen uns auf die Suche machen nach unserer Medizin. Schauen wir uns erstmal um. In den Dschungel. Friedhof. Ach, gehen wir erstmal die Kräuter suchen auf der Wiese. Oh, oh, oh. Da haben wir viele Pflanzen. Ich sollte mich auf die Pflanzen konzentrieren, die ich laut Tagebuch brauche. Doch. Ich sollte mich auf die Pflanzen konzentrieren, die ich laut Tagebuch brauche. Das muss Rosenkraut sein. Davon brauche ich einen Stängel. Ich sollte mich auf die Pflanzen konzentrieren, die ich laut Tagebuch brauche. Ja, aber ich will ja nicht gucken jetzt. Eine Blüte der Hyazinthe genügt laut Anleitung. Ich sollte mich auf die Pflanzen konzentrieren, die ich laut Tagebuch brauche. Sternlilie, sehr hübsch. Eine Blüte fürs Haar, eine fürs Ritual. Sieht nach Brutblatt aus. Ich pflück mal eine Blüte ab. Ich sollte mich auf die Pflanzen konzentrieren, die ich laut Tagebuch brauche. Ein paar Stängel vom Steinkraut gehören auch in den Tiegel. Bist jetzt fertig? Haha, die Hotspot-Taste denkt, ihr könnt mich mal. Das haben wir doch alle, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Schauen wir noch ins Buch nach. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Alkohol, Zucker, Ameisensekret. Und dann brauchen wir noch einen. Kann man es in die leere... Brauchen wir einen Behälter. Limonade. Austrinken. Lauwarm, zuckersüß und ohne jede Kohlensäure. Lecker! Grabstein. Tonschale. Tonschale ist gut, die nehmen wir mit. Da kommt alles rein. Steinkraut. Nicht. Vielleicht Alkohol. Eine Schale aus Ton. So etwas haben wir mal in der Schule gebastelt. Meine war allerdings nicht so schön wie die hier. Ja, und die hier ist schon hässlich. Also, komm. Naja, Grabstein.
Grabstein, 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 Ausgang. Haben wir keinen Ameisenhaufen hier? Okay. Hier liegt der Pater Samuel begraben, von dem die Schwester erzählt hat. Merkwürdig. Kein Spruch, kein Geburtsdatum, kein Todestag. Nur der Name. Dafür sind merkwürdige Symbole in den Grabstein gemeißelt. In den Feldern erkenne ich Linien und stilisierte Bäume. Gegen eine entsprechende Bezahlung lasse ich mich ja zu vielem überreden. Grabschändungen gehören aber definitiv nicht dazu. Stell dich nicht so an. Auf dem Grabstein steht JHM 1890 bis 1977. Verzeihen Sie, dass ich nicht aufstehe. Hier liegt offensichtlich ein echter Kavalier. Oder ein Fan der Marx Brothers. Pater Billy, 1907 bis 2006. Nur die Guten sterben jung. Der hatte offensichtlich keine hohe Meinung von sich. Oder extrem viel Humor. 1907, 99 Jahre. Nur die Guten sterben jung. Da war aber ganz schlecht. Mann. Schwester Josephine, 1852 bis 1904. Hier ruhen die Gebeine zum ersten Mal alleine. Unerhört! So etwas macht man nicht. So etwas macht man nicht. Ja, hätte ich mich vielleicht was merken müssen? Pater Julius, 1767 bis 1832. Hier liegen meine Gebeine, ich wollte, es wären deine. Frechheit. Eins, zwei, drei, vier, fünf Grabsteine und ein Ausgang. In welchen Dschungel? Gehen wir zurück im Dschungel oder vor im Dschungel? Die Höhlen der Asanbosa müssen hier ganz in der Nähe sein. Hoffentlich geht's dem Professor gut. Tja. Sumpf. Mission. Lager. Keine Höhlen. Brücke. Landebahn. Mission. Schauen wir erstmal, was in unserem Tagebuch steht überhaupt. Wo ist er denn hier? Eine furchtbare Nacht. Gruselig, was da über mir launt in dem Baum saß und mich mit unheimlich roten Augen anschauten. Erfuhr ich nach meiner Ankunft bei der Mission von Schwester Maria. Asanbosa, blutrünstige Gestalten, die eine seltsame Krankheit übertragen, vor der alle Expeditionsmitglieder bei dem Angriff befallen wurden. Den Professor habe ich natürlich erneut verpasst. Der wurde von den Asanbosa in deren Höhlen verschleppt. Auch wenn mich Schwester Maria nachdrücklich davor gewarnt habe, ich muss den Professor beispielsweise diese Höhlen finden und ihm da rausholen, falls überhaupt noch am Leben ist. Wir brauchen die Höhlen. Gut war. Es gibt zu vermelden, sie befinden sich auf dem Weg, wirkungsweise so viel. Den Schamanen dazu. Vor dem Betreten der Höhlen. Niemand sollte sich umwerfen. Wenn sich tatsächlich einmal eine arme Seele dazu gezwungen sieht, den Weg in den Höhlen zu beschreiten, wird der Suchende die nötigen Hinweise finden. Um ihn herum, die ich gleich heute Abend übersetzt habe.
Vielleicht muss ich mal im Laptop nachschauen. Der perfekte Platz. Die Karte des Lagers. Eine Karte der Region südlich des Bosumtwe. Ah, das da im Westen muss die Mission sein, von der Hartmann in seinen Aufzeichnungen geschrieben hat. Keine Höhlen. Hier hat Hartmann Bildmaterial zur aktuellen Expedition gespeichert. Nee. Ich denke, wir machen hier auch einen Schnitt. Und ich sehe euch dann im 7. Teil, glaube ich. Und macht's mal gut. Und bis zum nächsten Mal. Euer Christian.